Einen wunderschönen guten Tag aus dem Hause PPC. Mein Name ist Jens und heute geht es um die Yamaha CK-Serie. Ganz viel Spaß! Ja, ihr Lieben, Yamaha CK. Brandneue Modellserie von Yamaha. Und was die drauf hat, was sie kann, das will ich euch heute einfach mal zeigen. Ich habe hier das CK61. Es gibt auch noch das CK88. Ich habe mich tatsächlich aber bewusst für das CK61 entschieden. Und warum das so ist, das versuche ich auch mal so ein bisschen gleich in den einzelnen Details zu zeigen, weil ich fand das Modell einfach super, super spannend. Einfach nochmal jetzt zum Anfang so ein bisschen die Eckdaten umreißen. Was haben wir hier genau an Features mit drin, beziehungsweise was sind so die Hard Facts? Wir haben hier eine Sound Engine drin, das ist die klassische von Yamaha, die AWM2 und die AWM Sound Engine. Haben hier eine maximale Polyphonie von 128, haben 160 Live-Sets, wobei 80 schon vorgefertigte Live-Sets sind. Das heißt also, 80 könnt ihr noch selbst erstellen. Wir haben 363 Voices und jetzt kommt schon so ein Part, wo ich sage, mega, es hat eingebaute Lautsprecher. Nicht nur das 88er, sondern auch das 61er. Und was auch nochmal jetzt quasi für das 61er spricht, es ist ultraleicht. Wir reden hier von 5,6 Kilo. Das heißt, es ist super schmal, es ist super leicht, hat eingebaute Boxen, hat, wie wir gleich sehen werden, eine verdammte Menge an Features mit drin. Also haben wir hier quasi so echt so zum Mitnehmen, zum Reisen einen richtig, richtig coolen Begleiter gefunden. Es gibt auch den 88er, wie gesagt. Dort ist dann die GHS-Tastatur drin verbaut und das Ganze wiegt dann 13,1 Kilo. Das soll es so zu den Hard Facts sein. Kommen wir jetzt quasi zu den spezifischen Sachen, die wir hier quasi auf dem Instrument sehen. Wir haben links einmal ein Pitchband, wir haben daneben ein Modulation Wheel. Modulation Wheel, das tut mir leid. Direkt daneben ist die Master-Lautstärke und dann kommt schon die ganze Orgelsektion. Wie das genau funktioniert, das können wir gleich nochmal machen. Diese Orgelsektion tatsächlich, die ist aus der YC-Serie genommen, zumindest ein Teil davon, und wurde hier halt eben eingebaut, auch wieder hier mit wirklich haptischen Zugreglern, die sich alle, und das muss ich auch sagen, das zieht sich echt durchs ganze Piano durch, die fühlen sich tatsächlich sehr, sehr wertig an. In der Mitte ist dann quasi so unser, ich sag mal, Live-Control-Panel. Dort haben wir einmal unten dann die ganzen Live-Sets von 1 bis 8 und können dann hier halt eben bis zur Seite 20 durchswitchen. Das heißt, da sind dann die 160 Live-Sets drin versteckt. Wir haben hier Part A, B, C, die wir frei wählen können aus den Kategorien Piano, E-Piano, Orgel, Brass Section, Guitar und Bass, Strings, Pads, Leads, chromatische Percussion und Others. Wo halt, wie gesagt, insgesamt 363 verschiedene Sounds drin sind. Das Ganze können wir abändern mit, wir können hier verschiedene Mono-Typen mit einbauen, also ob es halt eben monophonisch oder halt eben polyphonisch sein soll und nochmal einen Unisono-Effekt mit hinzufügen. Dann rechts daneben haben wir die ganze Effektsektion. Und das heißt, ich kann hier Filter einbauen, ich kann hier den Attack und Release ändern, ich kann hier verschiedenste Preamps mit hinzufügen, also Overdrive Distortion oder sowas ähnliches. Und ich habe hier dann noch einmal zwei Effekte für Chorus, Flanger, Wah, die ich dann halt auch nochmal alle abändern kann. Delay, Reverb und Equalizer ist auch mit dabei. Und ihr seht schon, es ist hier tatsächlich so ein bisschen so gemacht. Wir sehen hier diese gelben Lämpchen und die
sagen mir, dass ich aktuell in der ersten, also in dem A-Modus bin und dort alles einstellen kann, so wie ich es haben möchte. Wenn ich jetzt auf B drücke, wenn ich natürlich anmache und dann auf B drücke, sehen wir, dass die einzelnen Lämpchen hier blau leuchten. Das heißt, aktuell befinde ich mich im Part B und kann dann dort meine Effekte, Filter, alle so abändern für diesen einzelnen Part. Der Reverb übrigens gilt für das Komplette. Und wenn ich dann zum Beispiel noch C anmache, dann wird das Ganze grün. Es ist also super intuitiv. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach, wenn ich jetzt nur meinen Fender Rhodes habe, also den 78er RD, dann streiche ich, dann mache ich dann dazu noch einen kleinen CFX. Und dazu noch ein Analogpad. Und das will ich auch noch mal ganz kurz sagen, die ganzen Sounds, die hier eingebaut sind, sind verdammt gut. Und übrigens, wir sprechen hier von einem Preisrahmen so um die 1000 Euro, zumindest beim 61er. Und ich finde, dafür klingt das einfach mega. Die ganzen Sounds, die hier drin sind, die kenne ich zum Beispiel auch aus der Mod X-Serie, aus der YC, aus der CP-Serie. Das heißt, da hat Yamaha nicht gespart und hat hier wirklich Premium-Sounds mit eingebaut, was ich tatsächlich sehr, sehr cool finde. Ich möchte euch so anhand so ein paar Beispielen einfach mal zeigen, was mit dem Instrument möglich ist. Wir haben als allererstes ganz klassischen CFX-Stereo-Sound, der so klingt. Ich kann natürlich, wenn ich möchte, dass ich jetzt noch in die tieferen Sektionen möchte, kann ich natürlich auch eine ganze Oktave runtergehen und habe dann halt eben dann dort auch die tiefen Oktaven. Ich kann das Ganze auch transponieren, also sag mal, da sind auch alle Möglichkeiten offen. Das zweite ist dieser Panning-Sound vom Fender Rhodes, den hatten wir gerade eben schon, nochmal ganz kurz. Und da hört man halt eben auch, dass die eingebauten Effekte auch tatsächlich sehr, sehr hochwertig sind. Es klingt wirklich, dieses Panning von links nach rechts, das klingt sehr, sehr gut. Dann haben wir halt eben auch diese Warm Reads auf der 3. Da hört man tatsächlich dann auch, dass diese Let-Off-Effekte, das heißt also, wenn ich dir die Taste loslasse, dass man da quasi auch nochmal so einen Sound hört. Das ist auch sehr, sehr gut. Wir gehen weiter in die zweite Ebene, wo wir dann zum Beispiel hier einen Layered Sound mit drin haben. Jetzt hier ist es der Live CF3 Klavierklang und halt eben nochmal ein Pad und das Ganze klingt. Wenn mir jetzt das Pad so ein bisschen zu laut ist, kann ich das Ganze halt eben auch direkt mit diesem Fader hier sehr, sehr leise im Hintergrund laufen lassen. Wenn mir der Flügel so ein bisschen zu spitz ist, dann nehme ich einfach die Spitzen so ein bisschen raus. Da hat sich was. Entschuldigung.
seht auch, ein Profi passieren auch Fehler. Aber so kann man quasi den Sound dann auch nochmal ganz schnell anpassen, wenn man das Ganze so ein bisschen zurückhaltender machen möchte. Als nächstes, und ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, deswegen muss ich manchmal hier so draufspicken auf meinen Zettel, haben wir jetzt mal fernab von Klavier oder halt in Fender Rhodes Sounds, haben wir natürlich auch die Premium Orchester Sounds mit drin. Hier jetzt halt eben so gemacht, dass wir hören einmal in die einzelnen Sachen rein. Wir haben hier ein Orchester, den Orchester 2 Sound. Den Orchester, also im zweiten Teil sind dann die Concert Strings drin. Und hier sieht man auch schon, dass jetzt der B-Teil quasi um eine Oktave nach oben geschoben wurde. Ist hier auch super einfach, es ist alles sehr, 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 sehr intuitiv. Indem ich jetzt einfach auf B gehe und B gedrückt halte, dann sehe ich hier, dass die Oktave blau im Plus ist. Das heißt, ich gehe einfach wieder runter und habe nur diesen einen Part jetzt. Wieder runter, zack, wieder rauf. Der A-Part bleibt auf der Oktave, der B-Part geht eine Oktave höher. Dann dazu noch ein paar Hörner und wir haben ein echt fettes Orchester. Wie gesagt, wirklich sehr, sehr coole Sounds. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ich wollte auf die 3 und dann dort auf die 4, um euch zu zeigen, dass man hier natürlich auch Splits machen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier in der linken Hand, wenn ich nicht weiß, wo der Splitpunkt ist, gehe ich einfach, es gibt hier einen Punkt, Splitpoint, sehe, das ist beim G2, kann ich auch theoretisch, wenn ich das möchte, einfach abändern. Das heißt, ich drücke einfach auf C3, zack, ist der Splitpoint auf dem C3. Und jetzt habe ich hier in der rechten Hand so ein den Sound Classic Mini, DX7 natürlich, und in der rechten Hand. Einen kleinen Synthesizer und das Ganze zusammen. Klingt sehr, sehr cool. Das heißt also auch hier wieder das Splitten mega easy gemacht, mega intuitiv. Wir gehen weiter auf die Seite 5 und gucken uns da mal an. Wir haben jetzt hier auch nochmal den Sound Orgel. Jetzt keine Zugorgel, das will ich gleich nochmal separat erzählen, sondern eine klassische Kirchenorgel. Hier ist es jetzt halt eben so gemacht, dass ich eine ganz normale Orgel habe. Eine Orgel ist eine Oktave tiefer, eine Orgel ist eine Oktave höher, dass ich halt eben diesen richtig fetten Sound hinkriege. Das heißt, ich kann hier sehr, 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 sehr viel mitmachen. Wo wir gerade eben schon beim Thema Orgel gewesen sind, wir gehen nochmal ganz kurz zurück auf auf die erste Seite. Dort sieht man dann zum Beispiel, dass ich halt eben auf dem Part A und Part B eine Orgel habe, wo ich dann meine Orgel habe und dann kann ich auch hier das Ganze mit den Zugreglern abändern. Kann die Percussions ein- und ausschalten. Kann hier die verschiedensten Chorusse oder Vibrato noch mit draufpacken und ich habe halt eben hier nochmal diesen Rotary Speed. Der dann halt eben schneller oder langsamer wird. Wir gehen weiter und zwar es ist ja so ein bisschen hier Sounds zeigen, weil ich, wie gesagt, einfach von diesem Masse an Sounds und Möglichkeiten, die halt eben auch schon in diesen Presets mit drin sind, einfach so begeistert bin, dass ich da heute einfach mal so ein bisschen von der Norm, von meinen normalen Videos mit, von weg gehe und euch einfach mal so ein bisschen Soundbeispiele zeige. Wir haben hier Flut. Eine schön überblasende Flöte.
die echt cool klingt. Nächstes haben wir hier auch die Chöre. Muss nichts sagen, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Es klingt sehr cool. Den Sound kennt ihr? Ich würde sie weiter anspielen wegen GEMA, aber auch hier haben wir den typischen Jump Brass mit drin. Als letztes dann noch einmal auf die letzte Seite gegangen, auf die 10. auf der Seite 10 und da dann das Live-Set 7 genommen, haben wir jetzt hier einfach nochmal so einen richtig geilen Ambient-Piano-Klang. Er ist auch für wirklich intime Sounds. Kann ich hiermit erzeugen. Das soll es von den Sounds gewesen sein. Ich will jetzt noch so ein, zwei Features sagen, die das Ganze einfach nochmal, ja, ich sag mal, komplett machen. Was haben wir bisher gehabt? Wir hatten jetzt zumindest von dem 61er super leicht, super viele Sounds, integrierte Lautsprecher, super viele Möglichkeiten, den Sound abzuändern. Wir haben einen eingebauten Bluetooth-Audio-Eingang. Das heißt, ich kann mein Handy mit dem Instrument verbinden und dort dann Backing-Tracks zum Beispiel laufen lassen. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze als USB-Audio-Interface zu benutzen oder als MIDI-Interface zu benutzen. Ich habe einen AD-Eingang, zum Beispiel für Mikrofone. Und ich habe die Möglichkeit, und das ist halt eben auch das Coole bei diesen Yamaha-Sachen, ich habe die Möglichkeit, dort die Soundmondo-Seite mit einzubegreifen, wo Künstler sehr, sehr viele Sounds hochladen können, die sie halt eben schon gemacht haben. Da sind manchmal Features von Profis mit dabei, da kann man aber auch selbst, wenn man möchte, Sounds hochladen und halt eben dann auch runterladen. Einfach mit zum Beispiel mit dem iPhone oder halt eben mit dem Google Chrome verbinden. Das geht übrigens nur mit Google Chrome. Und kann dann das super easy mit einer USB-Verbindung auf mein Instrument ziehen. Da gibt es dann eine Kategorie CK und ist richtig, richtig cool. Und das alles für um den dicken Daumen 1.100 Euro. Das ist verdammt cool und ich bin super begeistert. Kommt vorbei, testet es aus. Ich habe hier, wie gesagt, die 61-Tasten-Variante stehen. Wenn ihr die Tastatur ausprobieren wollt, habe ich auch noch in anderen Pianos. Das hat eben diese berühmte GHS-Tastatur von Yamaha, die halt auch super leicht ist, aber sich sehr, sehr gut spielt. Und ansonsten bis später. Ciao.